much as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You hold it in your hands, the two halves of my heart. Yesterday in Matsukata, Smith was the fastest. He is really right now in a class of his own. We have an early top rider in this junior race, as we had yesterday. Behind the Leo Appert of Germany. And right there, completing it.
is a trip through this course in Richmond. It is Leo Appel, and he is just obliterated by almost 2 minutes. But this time set by Eli Rogerson, here from Deutschland, is Leo Appel, 37:45.01. So our top three, the German who's been sitting in the hot seat for a long time with an incredible 37:46. That would put him in top three in the under 23 world championship. But right now he is the German from Germany, the 2015 junior world time trial champion. All belts from Germany. Second place goes to Adrian Costa. And our third to Brandon McNulty. That is our first. May we have your attention, please, for the award ceremony of the International Cycling Union World Championships Junior Men's Individual Time Trial Podium. Presenting the medal is Mr. Waki Azam, UCI Vice President. Présentant les fleurs. And presenting the flowers, Rebecca Moran, Physical Therapist with VCU Health. Au premier rang, médaillé d'or et champion du monde. And finally, the gold medal and world champion from Germany, Leo Appel. Pour présenter le maillot et la médaille d'or. Presenting the gold medal is UCI Vice President, Mr. Waki Azam, along with the rainbow world champion's jersey. Et maintenant, mesdames et messieurs, en l'honneur du champion du monde, écoutons l'hymne national de l'Allemagne. And now, ladies and gentlemen, please rise for the playing of the national anthem of Germany. Leo, Glückwunsch zur Goldmedaille, die zweite in diesem Jahr. Wie fühlst du dich? Ich kann es noch gar nicht glauben, also das ist wirklich so unreal. Ich bin hier hingekommen, ich habe eine Goldmedaille, Weltmeister ist ja schon. Und mir jetzt gedacht, hier geht man ganz ohne Stress ran und habe überhaupt keinen Druck. Und dass es jetzt so hier geändert hat, das hätte ich nie gedacht. Also, ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist die erste für den Bund Deutscher Radfahrer. Macht es das ein Stück weit besonderer noch? Ja, also das ist natürlich super und ich hoffe, da folgen noch einige. Also, wie gesagt, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Kannst du dein Rennen kurz zusammenfassen? Ja, ich habe halt bin ziemlich konstant gefahren, mir ist gut eingeteilt, das ganze Rennen. Und das sind so, dass ich über den Zielstrich gefahren bin und erstmal auf dem Boden gelegen habe und gar nichts mehr ging. Also eigentlich perfekt getan, das ganze Rennen. Du saßt eine ganze lange Zeit oben auf dem heißen Stuhl. Hinten raus ist der Amerikaner nochmal auf 2 Sekunden rangekommen. Wie sehr hast du denn gezittert? Ja, das war wirklich, ich dachte, Platze gleich. Also der saß hier jetzt schon 2 Stunden lang und dann wurde es noch so knapp zum Ende. Dachte ich schon, dass der mich noch runterkickt. Und da war die Freude natürlich umso größer, als es dann doch noch geklappt hat. Du kommst rein von der Bahn. Wie würdest du dich als Fahrer beschreiben? Ich würde sagen Allrounder, guter Zeitfahrer. Wie hast du die Abstände während dem Rennen verfolgen können? Weil im Hot Seat lief kein Fernseher, lief kein Bild. Hast du die ganze Zeit aufs Handy geschaut, aufs Live-Timing? Ja, oder? Ich hatte zum Glück hier meine Kollegen da, die mir einen Live-Ticker auf dem Handy gezeigt haben. Sonst, also ich habe zum Glück noch einen Live-Ticker irgendwie auftreiben können.
Es war extrem spannend noch zum Schluss. Als sie dich dann zu sich gerufen haben, als der Amerikaner im Ziel war, was hast du gedacht? Hast du gedacht, okay, jetzt sagen sie mir, ich bin Zweiter, oder? Also ich war komplett überrascht und war komplett perplex. Es war unbeschreiblich, das Gefühl. Also alle super gefreut und das war wirklich großartig. Wie kannst du das jetzt feiern? Kannst du es feiern? Ja, jetzt kommt ja noch das Straßenrennen am Samstag und ich denke, da noch mal gucken, was geht. Ohne Druck gehe ich da jetzt rein. Ich habe geliefert, so nicht besser als gedacht. Und dann vielleicht nach dem Straßenrennen. Samstagabend wird Richmond unsicher gemacht. Okay. Dankeschön. Was ist das Erfolgsrezept von Etsy, Blaugel, Lange Lange? Ich glaube, mit Jonas Gopolo kam auch schon Juniorenweltmeister aus dem Verein. Gibt es da ein Erfolgsrezept? Spaß haben am Fahrradfahren. Also, das ist mir auch ein Rätsel, dass es so gut läuft bei uns im Verein. Das ist also jetzt fast schon eine kleine Hochburg im Radsport. Ja, also in Niedersachsen gibt es nicht viele Radfahrer, aber wenn, dann sind sie gut. Alles klar, danke. Was it a surprise to you, and can you talk a bit about how your race unfolded and what you were trying to do? Yeah, I was surprised too, and I still can't believe it. And yeah, I just do my race, and I was fast, and yeah, I'm surprised too. And I'm so happy.